Ja, hallo Freunde der Spikotour und willkommen zurück bei SimCity Online, wo es wieder darum geht, ja, seine Support-City auszubauen. Ich habe es irgendwie ein bisschen vercheckt mit der Zeit, dass wir gar nicht in die Richtung Support-City gehen, sondern wirklich in Richtung von, wir machen irgendwas hier einfach. Wir bauen eigentlich irgendeine Stadt gerade auf. Und wie ich sehe, da vorne ist das schon schrecklich. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal rüber wechseln nach, ja, ehemalige Tiere, etc., etc. Damit wir da auch einen Bahnhof bauen. Grundbrand. Feuerwehr hat wieder nicht reagiert. Egal. So. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall mit der Bürgermeisterwille erstmal alles pushen. Wir sind nämlich über 75% Sympathie gekommen. Glücklich. Hust, hust. Boah, das sind alles hier Lieferwagen, die Lieferung abgeben, ne? Einfach so krass. So, die sind angepisst, die können wir zumachen. Die können wir auch zumachen, weil es gebrannt hat. Dann müssen wir vielleicht mal hier vorne auch eine Feuerwehr setzen. Die kann die Industrie nämlich überwachen. Gut. Was haben wir hier oben für ein Problem? Das Problem ist, das Gebäude ist zu verkaufen. Passt. So, jetzt steigt die Sympathie auf 77% schon. Vor allem zu wenig Kunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es muss ohne Ende Kunden geben. So, ist alles hohe Dichte. Was wir natürlich jetzt machen müssten, mal wäre die Straßenbahn hier irgendwo einführen. Ah, Mann, Mann, Mann. Der Verkehr, er wächst und wächst. Die Stadt ist dem nicht gewappnet. Egal. Mitarbeiter benötigt. Wisse hätte die Industrie in die Mitte bauen sollen und an die Seite Wohngebiete. Aber es geht jetzt noch nicht darum, so viele wie möglich hier reinzukriegen. So, da vergrößern die sich auch noch. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal ganz kurz rüber nach ehemalige Tiere, die heute tot sind und Öl sind. Wo ich darauf nochmal hindeuten kann, dass das nicht der Fall ist, dass Öl aus Tieren entsteht. Öl besteht aus gar keiner Biomasse, seit neuesten Erkenntnissen angeblich. So. Das Lustige an der City ist echt, dass die von den Gehältern her, so von der Kohle her, funktioniert. Ich kann meine Produktion halten. Alles einfach. Oh, hier können wir natürlich Straßen mit hoher Dichte machen. Und mir fällt auf, ich habe hier auch keine Straßenbahn. Wo ist denn hier der Zugverkehr? Das war klar. Das Schlimme ist, der Zug ist ein Tick immer zu dick. Wodurch die sich da nicht vernünftig ausbauen können mehr. Aber was soll's. Wir müssen jetzt eben noch ein Krankenhaus hier bauen. Weil das andere ja abgerissen hab. Komm. So, alles weg. Hatten wir hier eigentlich eine Uni gebaut? Nee, hier ist einfach nur ein ganz normales Gymnasium, ne? 85% Sympathie ist noch fast ein Traum. Und alles andere ist doch egal hier. Irgendwie hat er Probleme mit Abwasser.
Es explodiert fast. Aber der Verkehr funktioniert ja in irgendeiner Form noch. So, weg, weil es gebrannt hat. Und wir könnten eigentlich auch den Lufthafen bauen, wenn ich eine Stelle finde. Nur da, wo Industrie ist. Nee, das will ich eigentlich nicht. Nee, du, lass mal. Was wir machen könnten, wäre noch, hier ist Busdepot. Dafür will ich auch noch Platz finden. Das kostet mich auch nicht so viel. Dann können wir wenigstens ein paar Shuttle-Busse rüberschicken. Das ist auch das Beste. Das ist aber erst seit kurzem, dass man hier nicht mehr die vernünftig setzen kann. Jetzt seht euch das an. Man kann die vier Plätze nicht vernünftig setzen. Da, komm nur auf 7. Weil ich nicht mehr hier... Ah, Maxis! Boah! Ey, echt, ey. Was ist das denn für ein Beschiss? Scheiß Busbahnhof, ey. Nie funktioniert hier was. Das wird so nicht hinhauen. So viel dazu. 80 Millionen Busse, 80 Millionen Passagiere. Die Zufahrtsstraße ist voll. Egal. So, Wertstoffproduktion angehalten, egal. Ein verlassenes Gebäude, wegen Brand, ist okay. Straßen wieder leer. Hier sind auch wegen Verbrechern, sind die am Meckern. Ist aber auch Schwachsinn. Vor allem die riesigen Kleckse hier, das sind ja die von der Nachbarstadt. Ach, alles so ein Lali-Fali-Zeug, ey. Schrecklich. Oh, wie es einfach nicht funktioniert. Nothing works. Nothing works. So, gucken wir mal, wie die Straße voll geht. Ich glaube, das ist auch teilweise immer ein Problem des Beschleunigen. Vielleicht sind die Ampelphasen falsch geschaltet, wenn man es beschleunigt. Tja, was auch immer. Hauptsache, wir sind erstmal hier im Plus. Jetzt gehen hier alle arbeiten. Ein paar Arbeitslose, ein paar mehr Jobs. Das wird sich aber auch noch ändern gleich. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich nochmal nachjustieren muss, ist Versorgung für... Ja, wir müssen hier hinten die Ecke leer machen.
Weil hierhin kommt die Wasserversorgung. Kann ich da nicht gegenüber hinsetzen. Wo die ganze Industrie ist. Haben mich zum Glück nicht so viele Bewohner gekostet. So, Grillparty. Yeah, happy. Der Bürgermeister grillt für uns. Nein, ich grill nur für mich. Na gut. Dann sind wir doch nicht glücklich. Das Geschäft läuft schlecht. Kommen überhaupt Nissan-Autos raus? Skandal, was machen die überhaupt da? Sorgt für Sauberkeit. Genießt die frische Luft. Versucht keine schwarze Lunge zu bekommen. Tankt Sonne. Oh, und sie fahren wirklich hier raus. Dann mache ich nämlich hier vorne weg. Und muss sie woanders setzen. Damit die nicht direkt hier den Verkehr blockieren. Ach, 75%, aber es bringt mir doch nichts. Wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Alle machen Profit, nur die hinten haben Lieferung offen. Na? Gehen wir auf die Smiley-Karte. Danke. Geschlossen suchender Mitarbeiter. Wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferung. Ihr habt Abnehmer für eure Lieferung. Guck mal, du stehst zum Beispiel genau neben einem. Ich dachte jetzt schon, ich kann die Taste da nicht mehr drücken, das wäre auch was Neues. Tio, bam, bam. Was ist denn hier los? Aber an sich ist das so ein Arschfick von Maxis, dass sie die Lieferungen hier über den Verkehr machen. Also das ist natürlich jetzt jemand, der hier auf die Durchreise ist. Aber hier, die Lieferwagen, die ja hier rumcruisen. Dass sie wirklich die Straßen nehmen, ey. Holla die Waldfee, wer kommt auf so eine scheiß Idee in dem Spiel, wo der Verkehr nicht funktioniert? Vor allem, habt ihr gesehen, er wendet. Er ist reingefahren und hat gewendet. Jetzt fährt er hier an der Seite hoch. Jetzt fährt er so. Und jetzt fährt er keine Ahnung wohin. Jetzt wendet er schon wieder. Anstatt einfach geradeaus zu fahren. Jetzt wendet er schon wieder ab. Ah! Junge! Wo will er hin? Er fährt nur durch die Stadt. Er tingelt hier von A nach B einfach, ohne irgendwas abzuliefern. Jetzt wendet er schon wieder. Gibt eine Lieferung ab. Und jetzt fährt er aus der Stadt raus. Nee, er wendet, er bleibt in der Stadt. Wahrscheinlich, meine einzige logische Schlussfolgerung davon ist, dass die großen Transporter, die die Waren transportieren, in der Stadt so lange rumfahren, bis sie einen Laden finden, wo gerade keine Waren liegen, und dann legen die ihre Ware da ab. Und das ist natürlich total geil, wenn man nämlich einen Überschuss an Waren hat, so wie ich gerade hier. Man sieht 80 Millionen Warentransporter. Dann hauen die nie ab. Weil warum sollten sie die Stadt denn verlassen? Wenn sie ihre Waren nie abliefern können. Die fahren einfach quer durchs Gewerbegebiet durchgehend, bis die Lieferung irgendwann mal abgegeben werden kann. Ach, jetzt fährt er einfach so weg. Und tschüss. Scheiße, ey.
das ist echt zu hart. Das ist sehr, sehr hart, ey. Das ist keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Es macht mich gerade total mischugge. Wahnsinn, ist das viel zu krass. Ich weiß auch nicht, warum die Gebäude hier oben nicht so wollen. Ich weiß auch nicht, warum die Polizei am Meckern ist. Weil Verbrechen pro Tag 4, Festnahmen 2, pro Tag begangene Verbrechen 0 ist natürlich ein Fehler der Anzeige. Aber das macht Maxis in Update 12 oder so. Das ist ja der übliche Vorgang. So, jetzt werden wir als allererstes mal Abwasser machen. Genau. Seid angepisst, dass es Abwasser gibt. Immerhin produziert ihr das. Und kein Geld mehr. Dann nehmen wir Kredite auf. So. Wie ist das eigentlich? Wird eigentlich jetzt Abwasser geklaut von den anderen Städten? Also, man darf das nicht falsch verstehen. Also ich produziere jetzt werde das ganze Abwasser ja jetzt selbst wegmachen. Aber ich habe ja keine eigene Wasserproduktion. Also bekomme ich Wasser aus der Nachbarstadt, was dann hier in mein Grundwasser sickert durch meine Abwasseranlage. Also würde es ja letztendlich bedeuten, dass ich mithilfe meiner Abwasseranlage Wasser von der anderen Stadt klaue. Es hört sich sehr banal an, oder? Aber es ist eigentlich so das, was vorgeht. Ja, den habe ich geplättet und sonst war nichts, oder? Schön. Verkehr. Jetzt habe ich natürlich eine Busstation im anderen. Jetzt muss ich das hier auch machen, ne? Es muss irgendwo sein, wo er auch anbauen darf. Okay, das wird scheiße für den weiteren Ausbau von ihm. Lustigerweise kann ich hier jetzt doch alle setzen, ne? Aber gerade beim anderen hat es nicht funktioniert. Mein Hauptproblem ist auch mit dabei, dass Busstationen ja niemanden glücklich machen. Man setzt sie, keiner sagt, yeah, ich freue mich, dass eine Busstation jetzt hier steht. Sie ist einfach da. Man weiß auch nicht 100%, wie hoch die Entlastung ist, weil die Anzeigen alle falsch sind. Deshalb ein Riesenspaß für die ganze Familie. Bushaltestellen. Setzt sie überall. Der ist auch gut, ey. Piu, piu, piu. Einfach nur immer im Kreis fahren. So, steuern so hoch, dass wir wieder im Plus sind. Und gut ist. 6000 Passagiere über Zug. Das war gestern dann, oder? Ja. Ist auch alles bestens. Und ich glaube, hier oben die Gebäude haben keinen Bock, sich zu expanden. Hauptsache, die kleinen Dinger darf ich bauen. Yeah, sind nochmal die ein bisschen glücklicher. Wir haben zu wenig Kunden. Die Industrie braucht Arbeiter. Es sterben einfach immer mehr, schrecklich.
Vor allem erst gut rot. Wir machen Versand, große Gewinne. Tja, so läuft das. Genau wie er, wir machen mit unserem Versand Gewinne, aber ich bin ein bisschen schlecht drauf. Wollte ich mal eben erwähnt haben. Genauso wie die Anzeige von kranken und verletzten Sims. Er hier unten ist auch gut, wir machen mit dem Versand große Gewinne, aber er fühlt sich so ein bisschen schlecht. Ach so, da ist der Verunreinigungsgrad. Entschuldigung. Ich dachte, ich bin auf der Gefühlskarte. So, jetzt sind wir richtig. Wir müssen zumachen, dann hau da ab. Der Versand rollt, ich bin aber auch rot. Nicht genügend Arbeitnehmer. Das Geschäft läuft schlecht. Das ist immer eine Ansichtssache. So. Geschäft läuft ganz gut. Hier vorne sind alle grün. Hier oben sind alle grün. Alle happy, alle glücklich. Nur die Industrie meint, mir einen an den Teppich zu kacken. So, jetzt haben wir wenigstens über 80%. Können natürlich jetzt ein bisschen Rohöl verkaufen. Warum auch nicht? Genug Geld ist da. Beziehungsweise genug Rohöl ist da. Ich verschwende es ja generell nicht. Obwohl ich mich so ein bisschen frage, wo gehen eigentlich die Lieferungen hin? Von meiner ganzen Industrie, weil hier kommt davon aber nichts an bei den Handelsdingern. Die sind eigentlich hier permanent leer. Die Zufahrtsstraße ist eh für den Arsch. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. 8000 Passagiere werden irgendwie mit Bus rumkuschiert, wohin auch immer oder warum auch immer oder wer auch immer mit dem Bus fahren will. Ja, anscheinend einige. Vor allem witzig ist auch, dass die Bushaltestelle sich auffüllt. Und dann verschwinden die Pötze. Hast du gesehen? Pötze sind einfach alle weg. Oder sind plötzlich alle hier? Ich glaube, man kann überhaupt keine Passagiere transportieren. Das klappt einfach nicht. Weil hier hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und die Busse sind da gerade nicht in dem Moment. Das ist ja der größte Simulationsbeschiss aller Zeiten immer. Ah, oh, krass. Naja, Freunde der Spiegeltour. Ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt SimCity Online. Euer Doc sagt bye. Tschüss.